herzlich willkommen bei Kilchhoman auf Eiler. Und ich habe mir gedacht, wenn wir schon mal hier sind bei der Destillerie, dann könnten wir auch dort einen Kilchhoman verkosten. Und dafür habe ich mir den UK Small Batch Release ausgesucht, einen Whisky, den es so nur in Großbritannien zu kaufen gibt. Der ist dreifach destilliert, und zwar in Bourbonfässern, in Oloroso-Fässern und in Sherry-Fässern. Und es gibt ihn in einer Auflage von 2100 Stück und mit 49,1% Alkohol abgefüllt. Also für Kilchhoman eher eine leichte Abfüllung. Die liegt auch noch unter den Loch Gorm 50% und den anderen mit Finishes, die auch 50% haben. Sie müssen mir jetzt nicht beim Trinken zuschauen, das wäre wahrscheinlich nicht besonders spannend. Ich kann Ihnen jetzt schon ein bisschen was darüber erzählen, denn wir haben den auch auf unserer Tour gehabt. Ich habe mir jetzt noch extra ein 2CL-Sample besorgt, um vielleicht dann noch mal ein bisschen den Feinheiten nachspüren zu können. Was bei dem Whisky auffällt und warum ich ihn auch für mich gekauft habe, ist, dass er für einen Kilchhoman unglaublich sanft und weich und seidig ist. Das scheint dem Sauternfass geschuldet zu sein, das hinten nochmals ein bisschen die Kanten und Ecken abgeschliffen hat. Er ist auch nicht furchtbar rauchig, obwohl der Rauch, der Torf schon da ist und so die Charakteristiken von Kilchhoman betont. Man hat auch ein wenig diese Zitronennote, die man von anderen Kilchhoman durch die Bourbonfässer kennt. Man hat auch diesen schönen Vanillegeschmack, der aus dem Bourbonfass stammt. Der Oloroso ist jetzt für mich nicht so furchtbar spürbar, aber er fügt sich sehr schön in dieses Gesamtbild ein, einen weichen und vielleicht, wenn Sie das auch sehen können, sehr goldfarbenen Whisky, der jetzt nicht über die Farbe zu beeindrucken weiß oder überhaupt will, sondern wirklich durch den Geschmack. Die Nase schon ist sehr weich, also man hat sehr viele Vanilletöne drin. Der Rauch behält sich dezent im Hintergrund, das tut er dann auch beim Trinken. Er ist zwar schon im ersten Antrunk da, so ein bisschen im Hintergrund schwebt er drüber, und wenn man dann runterschluckt, dann füllt er den Gaumen aus, aber er ist nicht so brachial, wie es zum Beispiel bei manchen Abfüllungen, die rein aus dem Bourbonfass sind, zu schmecken ist. Der ist wirklich sehr schön eingebunden, und wenn Sie irgendwie die Möglichkeit haben, diese Flasche sich zu besorgen, eine Empfehlung von mir, die ist wirklich gut, wenn Sie bei Kilchhoman auch die weicheren und sanfteren Noten mögen, dann sind Sie mit dem sehr gut aufgehoben. In diesem Sinne, Slánce, und danke fürs Zusehen.